Weiter geht's mit Hochsprung über 1,7689 und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Flat Out 2. Da wurde Nitro angezeigt über dem Tacho. Wo ist Nitro? Zwei Grad zu wenig. Minimum. Gleich im ersten Anlauf über das Netz, ohne Netzberührung. Das ist schon mal nicht verkehrt. Noch cooler wäre es, wenn wir gleich im ersten Versuch den YouTube-Rekord knacken würden. Wieder 64 Grad, Mann. Wir kommen wieder übers Netz, aber weniger höher als gerade eben noch. Drehung. Batz. Ja, knapp am Fass vorbei, am Gelben. Noch weniger. Und mit 62 Grad kommt man nicht übers Netz. Schön, dass wir das auch mal geklärt haben. Vielleicht geht's doch, wenn alles andere perfekt läuft, aber ich glaub's nicht, weil 64 Grad sind schon grenzwertig. Aber eben machbar. Hm, 68 ist in Ordnung. Damit haben wir die beiden persönlichen Rekorde eingefahren, aber wir kommen nicht so weit. Die Höhe zu früh erreicht. Wieder knapp am Fass vorbei. Oh, zu früh. 64 Grad. Der Flug sieht aus. Und bei weitem nicht so hoch wie die anderen 64 Grad Versuche. Oh, es war auch wieder knapp am blauen Fass in diesem Fall vorbei. 64 Grad. Der Flug ist wieder herrlich. Hab bisher noch nichts, was da so beim Hochsprunggerät rumhängt, mitgenommen. Passiert jetzt bestimmt, weil ich es verschrien habe. Wir kommen nicht so weit. Wir erreichen die Höhe wieder viel zu früh. Wie fliegt denn das Männlein heute? Ist ja besonders interessant. Reicht die Korrektur? Das wird, glaube ich, na, ist zu wenig, schade. Das war ein Hauch von Korrektur zu Beginn. Wieder nur 64 Grad. Diese Flüge heute. Diese Flughaltung. Gegengedüngt. 68 Grad, aber nur 169 km/h. Das ist aber nicht gut. Da hat die Lampe ganz schön mit reingezwitschert. Also die Flughaltung ist heute echt astrein. Grad, auch interessant, aber als was mitgenommen. Ja, endlich. Und das Rote auch noch los. Jawoll.
68 Grad, schön. Aber wieder was mitgenommen. Ich will wieder was mitnehmen. Ich glaube, wir haben es nicht mitgenommen, das Rote. Das passt, der Flug war bis dahin gut. Passt wieder, aber ich freue mich nicht zu früh, genau deswegen. Als ich die Gradzahl nicht richtig hinbekommen habe, sind wir gut durchgekommen und jetzt passt die Gradzahl, aber es passt. Unsere Flugbahn ist nicht mehr frei. Die Flughaltung war wieder interessant. Nein! 2 km/h zu wenig. Jetzt sind wir schon lange nicht mehr übers Netz gekommen. Ja, muss nochmal korrigieren. Freue mich nicht zu früh. Genau deswegen. Mann. Wieso muss denn der Scheiß da auch rumhängen? Der nervt ja noch. Das haben Sachen, die man Scheiß nennt, halt so an sich. Grad. Warte, ich komme immerhin mal sauber durch, aber halt. Übers Netz, ja, aber. Der Flug gerade. Aber nicht an die Rekordmarke ran. 174. Naja, immerhin mal wieder übers Netz. Nachdem wir das anfangs immer geschafft haben oder sehr oft. Da aber die Gradzahl nicht gestimmt hat. Mal durchgekommen. 172,77. Da war wieder eine unsichtbare Wand. Warum die auf einmal gerade wieder da ist? Na, Korrektur reicht nicht aus. Ah, es wird eng. Gerade noch geschafft. Also metermäßig war das unten optimal. Ah, schade, noch 172 Meter. Ich habe den Pfeil nach vorne auch wieder recht früh losgelassen in der Hoffnung, das macht jetzt mal den riesen Unterschied aus. Schade, schade, schade. Die beiden persönlichen Bestwerte mit 176 haben wir jeweils mit 68 Grad geschafft. Das ist zu viel. Also nehmen wir denn da was mit? Spielt doch sonst nicht. Mit dem Kopf voran.
Ach je. Zwei Grad zu viel. Halt jetzt Abstand von den Lämpchen. Sollte ich auch Abstand halten, aber das ist halt alles andere als einfach. Wie die Arme runterhängen. Mal jetzt mal was ganz was anderes, nämlich mal ziemlich mittig hier ran. 66 Grad. Übers Netz, ja, aber leider kein neuer YouTube-Rekord. Fühlt sich extrem ungewohnt an, weil es ja nun mal auch ungewohnt ist. Ich sehe die Luft hier drüben aber besser. Gar nicht auf die KMH geachtet. Wir waren halt ziemlich lange im Dreck, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Wir nehmen auch viel mehr Lichter mit unten fast. Trotzdem 168 Grad. KMH. 68 Grad. Dort 70 km/h. Oh, hängen geblieben. Ich bleib lieber auf der Seite, wo wir schon so viele Versuche haben, denn da fühle ich mich am wohlsten. Da muss ich mich nicht neu reinfetzen und dann gehen tendenziell mehr Versuche klar. Deswegen gehe ich jetzt mittlerweile bei 68 Grad schon ziemlich verhalten ran mit dem. Noch 4 Versuche mit diesem hier. Noch 3 Versuche. Ah, es könnte zu spät gewesen sein. Nein, es war noch genau richtig. Und nichts mitgenommen. Ich muss wirklich bis an den Anschlag fahren. Knapp mit dem Hintern über das Netz. Bei 68 Grad muss ich sehr weit vorne auswerfen. Nur 167 an KMH. Nächster Versuch ist der letzte Versuch.
Oh, vorbei. Ah, schade. Mann, das wäre doch schön gewesen im letzten Versuch. So, oh, 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 und ja. Dann machen wir jetzt trotzdem was anderes. Wir gehen in die Rennklasse. Falsch. 2 und fahren da jetzt die Rennen. Habe nämlich gerade Lust drauf, den Lentos wieder zu fahren. Den Insetter müssen wir uns auch noch schnappen. Das ist mir soweit bewusst, aber den fahren wir jetzt nicht. Gefällt mir einfach das erste Rennen. Benton ist aber weit vorne. Ah. Das war ja eine traurige erste Kurve. Das war schon ein bisschen cooler. Vom Sprung Benton erwischen, jawoll. Ein Licht ist bei ihm aus. Bei uns jetzt auch. Muss man nach hinten fahren. Ah, warum ist da schon so viel kaputt? Wer war das? Hast du das? Oder du? Oh, schnell weg hier, sonst werden wir gerammt. Auscrashen. Jawoll. Sein Rücklicht ist noch ganz, sein rechtes. Das gefällt mir gar nicht. Unbedingt auf der 1 halt. Nicht so vorausfahren. Das ist gar nicht gut. Aus der Schussbahn. Los, fährt mal jemand vor. Sehe nix. Was wird? Sehr schön. Freut sich der Benton. Er hat schon ein Rad weniger. Der Walker. Jetzt ist die Sally mal dran. Vorletzte Runde. Einfach mal reinknödeln. Geflippt, würde ich mal meinen. Von Benton. Tschüss, Benton. Na, noch nicht ganz. Oh, er hat noch ziemlich viel Energie. Martinez kommt an. Süß. Benton wird diese Runde nicht überleben. Die aber auch nicht. So. Kaum noch Nitro. Bang, 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 bang. Fall Out Boy. Und tschüss, Benton. Wird gleich dran glauben. Wo will er denn hin? Markov auf der 1. Walker ist auch schon die 3. Haha, wie sie dagegen fährt. Die 3, die mit uns normalerweise um den Gesamtsieg fahren, die sind hin. Ah, die ist so weit weg. Und der ist auch weg. Auch wenn es nur ein Slam ist, das muss mindestens bei dieser ersten Kurve sein. Boah, die ist auch gleich hin. Wir sind nur noch zu viert, ne? Ja. Hey. Hier ist eine Ecke. Bitteschön. Taylor könnte gewinnen. Ich kümmere mich jetzt um Markov und Jackson. Scheiße, den kriege ich jetzt nicht. Ich muss erstmal vor zur Jackson. Vielleicht kommt der Markov automatisch wieder vor. Taylor wird das Ding wohl gewinnen. Ich will mindestens einen der beiden schrotten. Bestenfalls beide. Dann müsste ich treffen. Ich depp.
komm. Dann werden wir jetzt... Jetzt hängt der da hinten. Ich fahre hier mal drüber. Der kriegt es ja gar nicht gebacken, geradeaus zu fahren. Was hier schon alles rumliegt. An Autos. Wir qualmen noch nicht mal, also haben wir noch über 50% der Energie. Der Qualm setzt ungefähr bei 50% ein. Der hat ja gar nichts mehr auf der Leiste. Ein kleiner Stupser und er ist weg. Es gibt Credits in vierstelliger Anzahl. Nur kein Sieg. Das ist aber nicht so schlimm. Kameraperspektive ist auch komisch, da sieht man die Autos nur ganz am Rand. Rückwärtsgang. Meep. Schön ins Bild geflogen. ...16.300 Credits. Viermal geschrottet. Und die Mitfavoriten sind sehr früh draufgegangen. Das ist sehr gut. Vier Runden, das ist heftig. Da werden auch ein paar das Rennen nicht beenden. Moment, der will doch, oder? Der will doch. Schaut mal, wie der will. Oh nein, nicht auf die Seite. Ah, geht noch. Sein Dach wird sich gerade nicht freuen. Das ist uns aber egal. Hauptsache, wir freuen uns. Einfach reinhalten, wird schon was bei rumkommen. Schon gewagt, bei einem Flatout zwei Rennen seine Autos am Straßenrand zu parken. Tür abfahren. Fährt jemand mit uns innen lang? Du willst doch, oder? Halt. Ja, sehr gut. Na komm, Benden, fahr vor, sonst wird's langweilig. Vorfahren, du Arsch. Guck, der Walker hat's verstanden. Rick hat das jetzt schon Schritt, den haben wir überhaupt nicht. Na doch, das Dach. Da war was. Hui, in der Luft und weit hinaus. Die Martinez. Na, wer will? Martinez will. Und die Taylor will auch noch. Na, lass das. Die kriegen wir noch. Bestenfalls wird die auch geschrottet. Ich fahre entgegen mit voller Kraft, damit wir nicht zu viel Schaden bekommen. Wir qualmen noch nicht, das ist gut. Hallo. Martinez ganz vorne, da fahre ich hin. Kriegen wir die noch gegen eine Säule gedrückt? Na, wird nichts mehr. Ah, ich treffe sie gar nicht, so wie es aussieht. Alles an Nitro rausgehauen, nur um auf Platz 1 zu kommen. Ja, du fährst nicht außen lang, habe ich dir verboten. Ganz frisch. Die wird das Rennen auch nicht beenden. Oh, beide vor der Nase. Das ist, so viel Kraft haben wir dann auch nicht. Heckscheibe noch drin, so wie wir. Wer qualmt denn hier? Sind wir das? Ja, wir sind das. Es wird nicht weniger. Zwei Runden noch. Wir müssen aufpassen. Wir könnten selbst drauf gehen. Ah, ich kümmere mich um Martinez. Lass das. Die wird jetzt gleich geschrottet. Achtung. Ah, kommt gerade keiner ran. Aber diese Runde wird sie, denke ich, nicht mehr überleben. Wir haben weniger als 50% der Energie.
Und, wird jetzt geschrottet? Aha. Weg damit. Hier stehen noch Zäune rum. Und hier die gelb markierten kriegen wir auch noch. Benton ist auch wieder Schrott. Fehlt nur noch Walker. Ist niemals neben der Strecke. Ganz ruhig und jetzt wieder erwacht. Jackson noch vor der Kurve erwischen. Böse getroffen. Eine Runde haben wir noch. Die müssen wir auf jeden Fall fahrend beenden. Jetzt habe ich zu wenig Geschwindigkeit, jetzt könnten wir hier gerammt werden. Das sieht aber interessant aus, Walker. Das bedeutet, du wirst auch diese Runde nicht fahrend beenden. Gleich ist er Schrott. Taylor gerade auf 3. Markov ist noch da, ne? Ja. 4 noch im Rennen. Hui! Taylor liegt in der Gesamtwertung auf der 1. Nur auf der 4 ins Ziel kommt. Oder wird als 4 gewertet, ins Ziel kommt es ja nicht mehr. Hier liegt 2 was rum. Kommt da mal was? Ich nehme ja noch eine Parkour mit. Die Ampel ist auch noch da. Hier sind die letzten 3 im Rennen. Ihr fahrt jetzt bitte nicht außen lang. Gegen die Laterne war schön, aber kriege ich glaube ich nicht hin. Nein, ich krieg's vielleicht hin. Oh, knapp vorbei. Da brennt wer? Die Jackson. Kann man den Markov auch noch vor dem Ziel? Oh, hier hängt was vor uns. Ja, den kriegen wir, glaube ich, nicht mehr geschrottet. Der hat zu viel Energie. Jetzt schieben wir den auch noch ins Ziel. Nein, doch noch geschrottet. Geil! Damit habe ich nun wirklich nicht mehr gerechnet. Bisher sind nur 3 Fahrzeuge in 2 Rennen fahrend ins Ziel gekommen. Verdammt viel Kleinholz produzieren wir in dieser Folge. Bulldozer-Wertung dürften wir auch haben. Wie unsere Scheinwerfer da hinten an ihm dran hingen. Wie sieht es denn gesamtwertungstechnisch aus? Schon 7 geschrottet in 2 Rennen. Das dürfte der schrottreichste Cup sein, den wir jemals hatten. Taylor 3 Punkte hinter uns vom letzten Rennen. Ist noch ziemlich eng. Allen voran, weil die 3 Mitfavoriten immer ganz früh draufgegangen sind. Deswegen haben wir jetzt die anderen vorne. Jackson kriegt das, glaube ich, nicht mehr gebacken. Sie ist 7 Zähler hinter uns. Taylor 3, Marker 4. Taylor 3, Marker 4. Ich würde sie gern gegen eine Laterne hauen. 3 Runden sind das. Ah, es wird nichts. Ich fokussiere mich nicht zu sehr auf sie. Nein! Oh, das hat uns 4 Energie gekostet. Und die Strecke ist ziemlich böse. Oh nein, da stand Jackson. Oh, naja. Jetzt muss ich aufpassen, das war gerade ein ziemlich großer Griff ins Klo. Sehr schön. Die hat schon mal ein Viertel Energie weniger. Hätten wir jetzt noch gerammt, das wäre richtig kacke für die erste Runde. Oh, Benton schützt uns. Das nimmt man selten mit. Ich nehme es mal mit.
Der qualmt schon. Das hat uns auch wieder etwas Energie gekostet. Er hat jetzt schon Rad weniger. Wir sind gerade auf der 3. Die erste Runde hat uns bisher sehr viel gekostet. Schade, er hat sich festgefressen. Martinez steht hier vorne. Die eigentlichen Favoriten, Mitfavoriten können jetzt weit vorne landen. Die kriegen das Ding eh nicht mehr gewonnen. Er biegt zur Laterne ab, aber mit kaum Geschwindigkeit rein. Rolli roll. Wir werden in diesem Rennen bei weitem nicht so viel schrotten wie bisher. Vielleicht geht's gegen den Kran für sie. Ich bremse mal lieber, sonst geht das für uns ziemlich blöd aus. Hier rollt ein Rad rum, wir qualmen. Hier kommt eine schöne Kurve. Will jemand vor uns sein? Ja, aber wir sind jetzt zu weit weg. Kein Benden mehr. Haben wir denn jedes Rennen geschrottet? Ausgecrashed, kaum noch Energie, wir das Rennen nicht fahrend beenden. Sally Taylor Schrott. 4 Zähler auf Markov hatten wir Vorsprung. Nächste Runde ist die letzte Runde. Ist gerade auf der 6. Ich würde Walker gerne an die Laterne stoßen mit Überschuss. Gucken, ob das was wird. Wir haben ihn bloß angeschoben. Haha, der ist auch gleich Schrott. Dann sind die drei Favoriten allesamt. Martinez ist Schrott, früh gestorben. In jedem Rennen. Das waren zwar nicht immer die ersten drei, aber jetzt kommt Walker an, der will es wissen. Kann er gerne haben, er sucht die Konfrontation und verliert. 4 Zähler. Können wir das noch verlieren? 8 Punkte, 6 Punkte, ja, wenn wir Vierter werden und er gewinnt. Gesammelt, die brennt auch schon. Der ist aber weit vorne. Jackson ist jetzt Schrott, damit haben wir das Ding auch gewonnen. Ausgecrashed. Wir haben nämlich mehr Sieger als er. Oder bessere Endplatzierung. Puh, wüsste ich gerade gar nicht. Wir haben ja nur einmal gewonnen. Einmal gewonnen, einmal zweit. Das dürfte trotzdem besser als Markov sein, was er hier jemals erreichen könnte. Wir werden einfach nicht Dritter. Jetzt kommt Ray Carter an und nimmt ihn leider nicht mit. Dem geht's ja noch sehr gut. Bis jetzt. Na, Marco. Das war nicht nett. Ah, in der Kurve will ich ihn noch ärgern. Wir haben Nitro, da könnten wir nochmal ordentlich reinfeuern zum Überholen. Was macht er denn? Was wird das denn? Oh. Zum Glück bin ich nicht rückwärts gefahren. Den können wir auch noch schrotten. Oh! Den schrotten wir nicht mehr, wir fahren ins Ziel vor ihm am besten. Schade, einen kleinen Strich an Energie hat er noch. Es sind in drei Rennen nur 5 Autos ins Ziel gekommen. Es hätten in Summe 24 Autos ins Ziel kommen können. Das ist aber heftig.
Quote von Autos sind fahrend ins Ziel gekommen, war, denke ich, noch nie so niedrig wie bei diesem Cup heute. Benton stand da auch noch. Herrlich, das Spiel wird einfach nicht langweilig, wie auch. 12.100 Credits. Schnellste Rennrunde gehört uns nicht. 6 Punkte vor Markov. Martin ist auf dem letzten Platz, dann Benton, dann Walker. Mehr als 4 Punkte hat einer von den dreien nicht geholt. Markov hat hätte einen Sieg gehabt und einen zweiten Platz, wenn wir Zweiter geworden wären. Dritter. Das wäre ja böse geworden, wenn wir beide auf Platz 1. Hätten wir das letzte Rennen als Dritter beendet und er gewonnen. Dann hätten wir jeweils einen ersten, zweiten und dritten Platz gehabt. Na gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge natürlich beim Hochsprung erstmal wieder. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.